So, wir haben uns das letzte Mal in der letzten Folge mit Gollum ein wenig herumgeplagt und haben jetzt neue Aufträge verfügbar. Hier haben wir einen Überfall und einen Schmiedeturm. Den Schmiedeturm könnten wir eigentlich gut mal mitnehmen und dann den Überfall machen. Das ist ja nicht allzu weit weg von hier. Moin, Jungs. So. Das ist ja nicht allzu schwer, die hier zu plätten. Alter. Autsch. Eigentlich wollte ich das gerade machen. Zack, einmal die Hinrichtung. Boah, übel. Das war's auch mit dem. Du willst auch noch mal aufs Maul, Kollege? Kann ich ja kaum glauben. Zack. So. Ich hoffe, das war's mit ihm. Da haben wir doch ein Kraut, wo wir die Gesundheit erneuern können. Zack, das haben wir eigentlich auch ganz gut nötig momentan. Okay, vielleicht ist es ganz gut, wenn die uns jetzt mal nicht sehen. Die Patrouille, wenn wir die einmal passieren lassen, wobei das sind eigentlich nur die drei, ne? So. Du und ich? Na dann los! Ja, wir haben Date, Kollege. Hä? So. Das war's mit ihm. Ja, Aufzehrung. Das habe ich irgendwie noch nicht so richtig. B in der Nähe eines Feindes. Um ihn aufzuzehren. Okay, das müssen wir ja nochmal machen. Wir haben uns die Tipps ja auch immer noch eingeblendet. So, da ist ein Karagor. Den brauchen wir gerade nicht befreien. Sondern lieber hier den Turm aktivieren. Glaube ich, erstmal sinnvoller. So, erneuern. Ein weiterer Schmiedeturm per Mein Schnellreisen mir unbekanntes Haus der freigeschaltet. Elben. Ist dies nun mein Erbe? Okay. Formel die Legende des Bogens Askar. Wir haben jetzt ordentlich Nebenquests auch. Wir gucken uns das mal an. Ich werde jetzt einmal versuchen, hier diesen Überfall zu crashen. Dort unten. Dass wir uns das einmal ansehen. So. Lass dich ruhig fallen, Kollege. Mein letztes Opfer hat es bereut, mir je begegnet zu sein. Wen kümmern vergangene Heldentaten? Der nächste Feind, dem ich begegne, ist bereits tot. Er weiß es bloß noch nicht. Das ist Musik in meinen Ohren. Da bekomme ich gleich Lust zum Morden. Das ist schön für dich. Aber wir wollen jetzt das hier einmal starten. Das hat ja beim letzten Mal nicht so funktioniert. Duschrat der Verkrüppler macht 12. Den hatten wir ja schon mal und sind da ziemlich scheiße gewesen. Wir versuchen es einfach Keine Pausen, nochmal. bis wir im Lager sind. Kann auch sein, dass das zu früh ist. Wir werden angegriffen. Vielleicht probiere ich es einfach mal so. Mach doch alle Verräter fertig! So. Duschrat wird überfallen. Duschrat. Elitehauptmann. Markieren wir uns mal. Töten Sie alle! Versucht ihn jetzt mal ein bisschen zu plätten. Diesen Elite-Hauptmann. So. Da ist er schon erledigt worden, der gute Duschrat. Tja, das war ich jetzt ja gar nicht selber, ne?
Überfall gelöst. Da ist er gestorben, der gute Duschrat. Wurde ermordet. Kampfbericht. Tja. Gut. Haben wir hauptsächlich selber gemacht. So. Zack. Ich dachte jetzt, der eine würde eigentlich aufsteigen, aber das war dann ja nicht so wirklich so. So, wir müssen gleich mal uns um den Schützen kümmern. Genau um dich, Kollege. Ich finde diese Betäubung eigentlich echt ganz stylisch irgendwie. So. Kann ich helfen? Ich denke doch. So. So, das soll ein nahegelegenes Artefakt sein. Das dürfte dann das hier sein wahrscheinlich. Aufsammeln. Erinnert ihr euch, was der Häuptling uns für den Kampf geraten hat? Oh ja! Am Ende eines jeden Kampfes sollten wir bis zu den Knien in den... In der Scheiße stecken, oder was? So, Artefakt. Okay, hier ist ein Artefakt in der Nähe. Die Mithril-Klinge. Da unten haben wir jetzt eine neue Hauptstory. Zerbrochene Erinnerung. Die Rangleiter empor. Redback. Ich würde sagen, wir gucken uns hier jetzt noch ein bisschen um. So, irgendwo hier müsste ja das Artefakt sein, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir diese Arbeit nicht erledigen, wird der Turm uns allesamt in Ketten werfen. So, da ist das Artefakt. Sehr schön. Diese Artefakte erhalten Erinnerung an Mordor. Benutze L und R, um nach der Erinnerung zu suchen und drücke X, um sie zu erhöhen. So, Erinnerungsfinden. Dietrich ist der beste Freund eines jeden Einbrechers, ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo dieser Erinnerungspunkt ist. Wir hatten es doch gerade schon. Irgendwie bin ich ja echt scheiße da drin. Da ist der Erinnerungspunkt, das sehe ich auch. Wie bekomme ich den näher ran? So, na bitte. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Okay. Gut. So ein Artefakt, was wir gefunden haben. 1, 2, 3 Artefakte. Der letzte Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Tja, wenn wir ihn nicht aufhalten, das ist ganz richtig. So, kein Ziel ausgewählt immer noch. Was haben wir hier? Informationen. Da ist wahrscheinlich so ein Wurm. Ein Graug ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Lasst ihn laufen. Vielleicht zerstampft er ein paar Ghule. Zack. Einmal ausgeknipst, den Guten. Vielleicht haben wir hier auch irgendwo einen Hauptmann am Start. Gucken einfach mal. Auf jeden Fall holen wir uns
Das Würmchen. So. Mit RB kann ich den noch packen. Steh auf. Wieso kann ich den... Wie verhöre ich den denn nochmal? Kriege ich da nochmal eine Info? Jetzt habe ich ihn umgelegt. Super. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn des Ganzen. So, die Mithril-Klinge. Können wir uns ja mal angucken. Das ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Okay, was haben wir da? Eine Bestie. Okay. Keine Ahnung, ob wir die schon plätten können. Olok-Grauk. Gucken wir uns vielleicht erstmal an. Diese riesigen Grauk sind nahezu unaufhaltbare Monstrositäten, die nichts als Tod, Zerstörung und Verwüstung bringen. Diese Bestien können Größe von 15 Fuß erreichen und ihre Haut wird im Laufe ihres Lebens dick und ledrig, was sie fast unempfindlich gegenüber alle. Ja. Klar, sie sind ungestüme, blutrünstige Untiere, die für den Kampf leben und sehr ausgeprägtes Territorialverhalten. Grauf sind recht seltene Mörder, stellen aber für Uruks eine ernstzunehmende Gefahr dar, wenn sie sich ihren Höhlen nehmen. Selbst Trolle halten sich daher gewöhnlich von Grauks fern, wenn es nicht, sterben sie meist. Diese schuppigen Monster sind in der Lage, ja. Also, die können auch in der Sonne am Start sein, anscheinend. Okay, um ihn zu betäuben, ihm auf den Kopf schießen. Du bist tot. Ja, ich befürchte auch, dass wir gleich tot sind. Alter. Ja, okay. Gar nicht übertrieben. So, Hoshu der Läufer. Ja, ständigen Konkurrenzkampf, alles gut. Der ist aufgestiegen. So. Der Kerkermeister ist aufgestiegen. Bla bla bla. Okay, wir sind auf jeden Fall mal draufgegangen, weil der Typ uns richtig in die Fresse geschlagen hat. Sie sind Licht. Ja, kennen wir schon. Ah, hier haben wir aber noch einen Überfall. Den nehmen wir noch mit in der Folge. Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerung. So, Machtprobe. Mische dich in die Machtprobe ein. Können wir ja mal ein bisschen abwarten. Letztes Mal waren wir, glaube ich, ein bisschen zu ungestüm. Den Karagor könnte man ja auf jeden Fall freilassen. Karagor halten! Die Menge will es! So. So, komm her, mein Kleiner. Zack. Menschendreck. Du hast Mut. Aber warum sollte ich dich nicht nochmal töten? Kollege, weil ich dich fertig mache. So, Kerkermeister. Alter, Alter. Er lädt mich ja schon wieder fast um. Darf ich jetzt auch weitermachen? Weil wenn wir den Hauptmann ja killen, dann sind wir ja durch. So, wir haben ihn doch gekillt. Jetzt müssen wir auch eigentlich wieder leben. Wenn wir den Kerkermeister umgenietet haben. Machtprobe gelöst. Da ist er tot, der Ukbuk. Gerade noch aufgestiegen, jetzt schon wieder down. Okay, jetzt sollten wir aber... Darf ich noch irgendwas machen? Wollte gerade sagen. So, ich hau ab. Ich hau auf jeden Fall ab. Gesundheit einmal erneuert. Bei den Karagor. Alter, was soll ich denn machen? Können wir auch nochmal plätten.
So, Tötung Karagor. So, das nehmen wir auch nochmal mit hier. Grimmige Entschlossenheit. Sehr schön. Das können wir jetzt ausrüsten. Zum Kauf verfügbar. Schwert. Runen verfügbar. Standard bis zum Ende. Erhält eine zusätzliche letzte Chance. Erhöht den Nahkampfschaden bei Totentreffer-Serienwerten um 19%. Das finde ich ganz gut. Rachegelüste. Zack, rüsten wir aus. So. Gut. Und das war's dann auch für diese Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir uns dann weiter einem Hauptauftrag widmen, aber wir haben ja ganz gut was geschafft und so kann es auf jeden Fall auch weitergehen.